bei diesem Song war es so, dass wir haben aufgenommen hatten, instrumental, und der Gesang hat noch gefällt. Und wir haben so viele Sachen ausprobiert, textmässig wie auch melodiemässig. Fightin' ist immer so ein Schlusslicht gewesen, eigentlich in allem. Also es ist, ich hatte die Idee daheim, die instrumentale Idee daheim, auch ziemlich auf den letzten Drücken, kurz bevor wir nach Amerika sind, aufgenommen als Demo und in den Bandraum gebracht. Und wir haben probiert anzuspielen und irgendwie hat es gefackt. Und er war ein bisschen lockerer gewesen als die anderen und wir irgendwie gewusst, der muss auf die Scheibe. Und wir haben dann so pseudomässig geübt und haben auch im Studio noch ein bisschen geübt und haben das instrumentale Ding aufgenommen. Aber es ist auch alles wirklich auf den letzten Drücken gekommen. Wir haben alles aufgenommen, aber es hat eigentlich noch keinen Gesang. Wir haben zwar eine Melodie im Kopf, die sicher gut funktioniert, aber wir haben es noch nicht geschafft. Und jetzt habe ich da noch ein paar neue Notizen gemacht. Jetzt schauen wir dann, ob es dann etwas wird. Wir haben noch einen Tag. Wir haben das immer noch nicht fertig. Jetzt hoffen wir, wir kriegen vielleicht heute noch zustande. Es wäre noch gut. Ja, wir hassen Banjo eigentlich. Wir haben nie ein Banjo für eine Aufnahme. Und dann sind wir dort an einem Song gehockt, an einem Fighting in the Moonlight. Und irgendwie ist jetzt ein Banjo, ein mutiges Banjo im Ecken gestanden. Und dann haben wir da etwas geklimpert und das probiert einzuspielen, also natürlich nicht hergebracht. Und dann haben wir gesagt, ja, Luke, komm du mal. Ja. Und dann hat Luke noch das Banjo reingeklebt auf den Song. Das jetzt, macht relativ viel aus und ist sehr cool. Also wir sind jetzt Banjo-Freunde mittlerweile. Sonntagabend, 11:30 Uhr. Und dann hat der Song tatsächlich fertig geschrieben.